auf dem Vorbereitungsplatz unterwegs. Wer nun in die Arena gekommen ist, Penelope Leprevaux. Mit My Lord Carthago, einem französischen Hengst, der von Carthago abstammt, dem Holsteiner Hengst, aus einer Jalisco-Mutter. Die Franzosen zählten hier auch mit im Vorfeld zu den Favoriten, nicht nur auf eine Medaille, vielleicht sogar auf den Titel, haben in der Nationenpreissaison der Super League 3 Mannschaftswettbewerbe gewinnen können. Die Deutschen ja keinen einzigen. Und Penelope hatte gestern 5 Strafpunkte. Der Umlauf heute mit dem des gestrigen Abends identisch, mit der Ausnahme statt Wassergraben trippelbare und eine Sekunde höher die erlaubte Zeit als gestern im ersten Umlauf. In Aachen, da ritt sie Doppel-Null im Nationenpreis. Da schafften nur insgesamt 3 Paare in diesem Jahr in der Söhrs. Und ich denke, das ein oder andere Paar wird sich vielleicht im Vergleich zum gestrigen Tag heute sogar steigern können. Diese beiden Hindernisse quasi die Umzäunung der Rennbahn darstellend. Und die erlaubte Zeit passt knapp mit 83,92. 84 ist sie. Aber leider aus Sicht der Franzosen ein Abwurf in der Schlusssequenz dieses Parcours. Für Penelope Leprevaux. We made our way through now to the team representative for Canada, John Pierce. 1,60 m hoch die beiden Steilsprünge hier. Sehr schwierig auch zu taxieren, weil sie keine Absprunglinie unten bilden, sondern ja quasi auf diesen Stelzen aufgebaut sind. Und die Equipe Tricolore am Rande des Parcours in Wallung, was die Emotionen anbetrifft.